Hallo zusammen, ich bin Chiara und ich möchte euch heute dabei mitnehmen, wie ich mein Bullet Journal für meine Abschlussarbeit gestalte. Ich werde dieses Journal jetzt für meine Masterarbeit benutzen, aber natürlich lässt sich das Prinzip auch für jede andere Abschlussarbeit oder auch für große Projekte im Beruf einsetzen. Zuerst einmal stellt sich natürlich die Frage, brauche ich oder wofür brauche ich ein extra Journal für meine Abschlussarbeit? Ich werde dieses Notizbuch nicht benutzen, um meine Literatur und meine Quellen zu organisieren. Also ich werde mir nicht aufschreiben, was ich gelesen habe, was da drin stand in den Artikeln. Das ist wirklich so viel einfacher, wenn man das digital macht und ein Literaturverwaltungsprogramm benutzt. Bei mir ist es aber so, ich schreibe meine Abschlussarbeit in einem naturwissenschaftlichen Fach. Das heißt, ich werde mehrere Monate im Labor arbeiten und genau dafür ist dieses Journal gedacht, um mich in dieser Praxiszeit besser zu organisieren und den Überblick zu behalten. In meiner Bachelorarbeit hatte ich auch schon so ein Notizbuch und das fand ich sehr praktisch, um verschiedenste Sachen darin festzuhalten. Zum einen waren das Feedback oder Kommentare oder Notizen, die ich mir gemacht habe während Besprechungen mit dem Betreuer oder während Vorträgen, die ich gehalten habe, um das dort zu sammeln. Die zweite Sache waren To-Do-Listen oder auch Wochenplanungen, um immer im Überblick zu haben, welche vielen kleinen Schritte im Labor als nächstes anstanden. Der dritte Punkt ist dann die Dokumentation. Ich schreibe mir da auf, was ich mache, um hinterher, wenn ich zum Beispiel meinen Methodenteil schreibe für meine Arbeit, genau zu wissen, was ich wie durchgeführt habe. Außerdem schreibe ich mir dann in diesem Journal auch Notizen dazu, wie ich bestimmte Versuche auswerten könnte, ob ich schon Ideen für die Interpretation habe, um solche Gedanken, die ja immer mal wieder zwischendurch schon kommen, auf gar keinen Fall zu verlieren. Und der letzte Punkt ist dann natürlich auch die Planung, also wenn ich mir überlegt habe, wie ich einen Versuch aufbauen möchte, auch das kam dann in dieses Notizbuch. Und was ich euch jetzt heute zeigen möchte, sind die etwas allgemeineren Seiten, die ich an den Anfang des Journals setze, um das Projekt besser planen zu können und einen guten Überblick zu haben. Als allererstes starte ich in diesem Journal mit einem Key. Ich werde in diesem Buch natürlich alles chronologisch der Reihe nach aufschreiben und nicht nach Kategorien unterteilt. Und deswegen habe ich mir einen Farbcode überlegt, mit dem ich die einzelnen Arten von Notizen möglichst schnell wiederfinden kann. Den Link zu diesen pastellfarbenen Textmarkern und auch zu allen anderen Materialien findet ihr natürlich unten in der Infobox verlinkt. Zum Schluss kommt dann hier noch ein etwas schiefer Rahmen um meinen Key und damit kommen wir dann auch schon zur Coverseite. Auf dieser Seite habe ich in der Mitte einen großen Kasten freigelassen, in dem ich später das Thema meiner Masterarbeit ergänzen möchte. Und damit diese erste Seite des Journals direkt etwas freundlicher und einladender aussieht, habe ich mich dazu entschieden, hier im oberen Bereich eine florale Illustration zu zeichnen. Ich habe mich hier für ein paar ganz simple Blüten und Blätter entschieden, spiele ein bisschen mit den Hell-Dunkel-Kontrasten und schraffiere das Ganze und am Ende kommt noch der Beginn meiner Masterarbeit an den unteren Rand dieser Seite. Die nächste Doppelseite benutze ich dann, um ein Inhaltsverzeichnis anzulegen. Genauso wie den Key benutze ich so ein Verzeichnis normalerweise in meinem täglichen Journal nicht, aber ich finde, bei so einem Projektnotizbuch ist es schon sehr wichtig, dass man bestimmte Aufzeichnungen möglichst leicht wiederfinden kann. Im nächsten Spread lege ich jetzt eine Projektübersicht an, um sich einfach selber noch einmal zu verdeutlichen, was eigentlich der Fahrplan ist. Das heißt, ich habe einen Bereich, wo ich die Hintergründe des Projekts aufschreibe, einen Teil, wo ich mir sämtliche Fragestellungen notiere und einen Bereich für Methoden und Vorgehen, wo man zum Beispiel ein Fließschema mit den einzelnen Schritten des Projekts aufschreiben könnte. Die nächste Seite ist für mich so ein bisschen das Herzstück dieses Notizbuchs. Und zwar ist es eine Übersicht, die ich gleichzeitig als Zeitplan und zum Tracken für meinen Fortschritt in meiner Masterarbeit benutzen möchte. Ich gestalte mir hier eine Tabelle, bei der ich in die ersten zwei Zeilen die Wochen bis zum Projektende eintrage und mir dann in der vorderen Spalte die großen Aufgabenblöcke einschreibe. Bei mir zum Beispiel wäre das die Laborphase, Literaturrecherche, die eigentliche Schreibphase, die Korrektur und die Abgabe. Und dann unterteile ich mir diese großen Aufgaben in viele kleine Schritte, sodass ich mir am Ende in dieser Übersicht markieren kann, zu welcher Zeit ich mich mit welcher Aufgabe beschäftigen möchte. Und außerdem kann ich hier dann auch abkreuzen, wie ich wirklich mit meinem Projekt vorangekommen bin. Und nachdem ich dann hier auch noch die Monate eingetragen habe für eine bessere Übersicht, mache ich das Ganze auch noch für die zweite Seite, weil mein Projekt sicherlich ein klein bisschen länger dauern wird. Auf der nächsten Seite gestalte ich jetzt noch eine ganz simple Übersicht für all meine Termine und Deadlines während des Projekts. Das heißt, hier kann ich mir aufschreiben, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halten muss, für den ich eine Präsentation vorbereiten soll, oder wenn ich eine Abgabe für einen bestimmten Schreibteil innerhalb des Projekts habe,
und am Ende habe ich dann noch eine Spalte, um zu markieren, wenn ich alles dafür vorbereitet habe. Auf der zweiten Seite kommt dann hier jetzt nochmal ein etwas kreativerer Spread. Und zwar habe ich mich hier für eine Braindump-Seite entschieden und hier zeichne ich erstmal nur den Hintergrund für diese Seite. Das heißt, ich möchte hier sämtliche Klebezettel sammeln, wenn ich nur mal kurz einen Gedanken festhalten möchte oder eine Notiz aufschreiben möchte, damit das alles nicht verloren geht und seinen festen Platz in diesem Journal hat. Und nachdem die Zeichnung fertig ist, habe ich mir ein Stück Klebefolie zurechtgeschnitten, mit dem ich diese Seite laminiere, damit sie ein bisschen beständiger ist, wenn hier immer wieder Sachen draufgeklebt werden. Ich klebe diese Folie erstmal oben am Rand fest und benutze dann ein Lineal, um ein luftblasenfreies Ergebnis zu kriegen. Und das waren auch schon alle Seiten, die ich für mein Projektjournal gestaltet habe. Ich freue mich natürlich, wenn vielleicht eine Idee dabei war, die ihr für ein eigenes Projekt benutzen könnt. Und wenn ihr euch für diese floralen Illustrationen interessiert, dann könnt ihr sehr gerne mal bei einem meiner monatlichen Bullet Journal Setups vorbeischauen, denn da gibt es auf jeden Fall noch einiges mehr davon. Und dann hoffe ich, wir sehen uns hier ganz bald wieder.